Hat er kurz geträumt, hat er. Okay. Na, hier sind wir. I am never going back down there again. Auf einer Schnellstraße oder Autobahn? Das ist wie ein Autofriedhof. Where am I? Ich hab Black Spots. Nein. Aber so ungefähr stelle ich mir die Deutsche Bahn mit den Zügen vor, Alter. Einfach irgendwie eingeparkt hat. Das ist so also, mal losfahren müssen, erst eine Stunde später. Imagine. Out safe, then. Lights out. Christ on a pogo stick. Vielleicht will ich mich gar nicht ausruhen. Aber das Game sagt, ich sollte dich ausruhen. Ruht euch doch erstmal aus. Ich will Loot Not leveln. Und Zombies killen. Wir sind jetzt am Santa Monica Pier. Nee. Ist das ein Workaholic Pilot, okay. Vampir ist das hier noch nicht, Digi. Das kommt vielleicht Vampir. Da vorne. Aber Vampir ist auch nicht tagsüber unterwegs. Ein Vampir am Pier? Der krass kassiert. Chill doch mal. Kann euch ja auch von da oben runterballern. Ist auch kein Problem. It's your lucky day, boys. What's the sitch? Oh, der Bürger sieht gut aus. Spider eigentlich. Lauf hier rum. Oh, die Batterie hat er wieder am Start. Hier ist Wasser und hier sind Zombies. Ja, ja. David, schmeiß. Richtig viel, Bro. Ich muss die Zombies hier drüben platt machen. Ich will aber alle Zombies platt machen. Ja, sonst schreibt er die ganze Zeit, dass er Hilfe braucht. Kommt Big Boy? Big Boy kommt, Big Boy kommt, Big Boy kommt. Erstmal einen Pokéball geworfen, David. Ist mal schön getasert. Geh weg, David. Zurück, zurück. Oh, die fliegt weg. Alter, aber diese Nahkampfwaffen, die du hast, David, sind ziemlich krass. Hast du die geskillt schon? Ja, ist die Fähigkeit drauf ausgelegt. Ah, nice, okay. Ich hab die hier zum Beispiel auf Ich seh, du bist beschäftigt. Du kannst hier quasi die gleiche Waffe haben. Also zweimal diese Sterne, aber die können sich unterschiedlich. Wenn du irgendwas Bestimmtes haben musst, musst du halt mal Glück haben, dass das, dass das verfügbar ist. Anyone? Hätte ich jetzt nicht aber so schnell erwartet. Hä? Achso. Bom. Time for another shift, you layabout. Das heißt, Hallöchen, Ferelina. Die Waffe, da hatte ich halt. Oder muss man das auf Englisch aussprechen? Ich nix gut Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch ist doch ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall ist die Waffe darauf geskillt, viele Angriffe zu machen, und wenn ich viele Angriffe mache, kriege ich Crit, und durch Crit greife ich halt noch schneller an. Ich finde es halt cool, wie du manchmal so an Gegnern das so in deinen Kreis läufst, sagst du, der ist ja bei Hit. Achso, dashen kann ich ja auch. Stimmt, war ich auch ganz vergessen. Dashen und blocken. Ja, gut, das ist aber eher eine Taktik, weil die Zombies sich ja dann immer umdrehen. Oh, weiter, David? Oder? Ach nee, die sollen zurück, wa? Achso, wir müssen das Fortschritt machen. Guck mal hier. Oder wollt ihr doch erstmal die anderen Zombies killen? Weil er will doch killen, dachte ich. Ja, wir brauchen eine Sicherung. Du hast doch voll eine Batterie in der Hand gehabt. Ich glaube, mehr braucht er gar nicht. Wo ist denn diese Batterie, die du in der Hand hattest? Batterien sind keine Sicherung. Eigentlich. Sag wer. Ecke. Ja, okay. Vielleicht müssen wir doch da erst über den Zaun noch drüber und so irgendwo von da aber holen. Aber hier hinten war eine Sicherung drin.
Der Jusen doch nicht, ja. Aber es war aber nicht die, die ich geworfen hab. Egal. Okay, Kitte. Schade, ja, aber ne, merkt das sogar. Really? That's as fast as you go? Schon wieder? Ja, nicht ganz so simpel. Ein bisschen frecher. Yes, was ist so gut alles? Nee, ist das Peiler, lass ihn mal nehmen. Lass ihn mal. Lass ihn mal machen. Der Blutschaden auf den Waffen, dass die zurückzucken und alles mögliche, er macht sich echt gut, um das zu taumeln. Nice. So, es geht doch, das geht weg. Okay, der Schaden geht aber nicht, manchmal auch gar nicht durch, Alter. Zumindest nicht. Ah, okay, der ging durch. Ging, glaube ich, auch wirklich. Rudi, jetzt mögen sie euch. Okay. Ihr dürft rein. Aber da rechts, David, rechts. Ja, da. Hey. Kletter mal hier auf den Ding rauf. Den schießt man doch. Ja, siehst du. Hau doch. Aber da müssen wir nicht mal gar nicht platt machen. Das bringt nur Level und ich komme auch immer mehr. Oh, der Donne kann ich ja wieder Muni aufmachen. Komm in, quick! Warum quick? Ihr habt alles hinter der Welt, Alter. I'm Kai. Excuse the mess, I'm doing my best. Okay. Go through, the guys are in there. Hey. Sieht erstmal unter ihnen durch. Holy fuck, it's Jack the Giant. Come on, I'm sure. It's just technique. I hope. You want to blast on a Trent special? Oh no, that's the last thing I need right now. Don't see any more of your swole bros, Alex. So they ain't my swole bros. How many fucking times? Welcome to the Blue Crab. You're welcome to stay. We got plenty of real good food. We could certainly do with your, you know, techniques. You are not normal. That is what I'm worried about. Anyway, I can't. Sorry. I'm headed to the Sterling Hotel. You're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints and... shit. Voll daneben gehascht. Plus the horde. Thousands of those ham brains trapped in the evac zone. Also die Welt geht unter und er bleibt hier in seinem Job hängen, oder was? Death pits. Listen to you assholes. The death pits. The emo motherfuckers. Das ist auch sein eigenes Diner und er. We got enough problems right here. Ja, genau. Zompocalypse so sieht der schon aus. Off the week of the strongman competition. Giant fucking roid soak monsters everywhere. Ja, nicht dieser Rocker. Der Rocker ist einfach nur da. Aber der, der gefickt hat, da. You know what I think? What? Hey, what you fucking think, bud? I think we... Tüte geraucht. Zumindest hat er noch eine Tüte geraucht. Ja, er raucht noch weiter. Gib ab, Dicker. Jetzt will ich noch nicht mehr. Nee, als beiden, Dicker. They're gonna get me. Bist du denn so panisch, Leute? Echt jetzt, Dicker? Ekelhaft. And then there were three. Trend, Alter, du bist nicht im Trend mehr. I'll get the mop. Crap. Ich glaub, nur ein Mob hilft da nicht, Alter. Dicker, ohne. Hello? Seid so, könnte helfen. Emma. Okay, wir hocken uns mit David hin. Wir gucken mal, was bei Gate oder so bei hat. Emma John? Oh, ja, erstmal auschecken, meinst du? Jamie. Okay. No need to tell the whole world it's me. Listen. I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. You didn't have to actually leave. Ja, er trainiert erstmal weiter, als wäre nichts gewesen. So.
But whatever, I had to leave anyway. I'm getting out. Yes, well, if it doesn't work out, you're welcome back here. That's very big of you, Emma. Thanks. Bye. Was beobachtet der Pfeiler? Guck mal, guck mal, wie er jemand. Ich will handeln, Junge. Gib mal. Warum verkaufst du mir nur Müll, Junge? Weil das kann. Kannst du was verkaufen? Was hast du nicht mehr Walls gekodet? Ja, ich kann die Waffen verkaufen. Na, oh, nein. Vielleicht schon so auf eurer erste Start, Alter. Kann auch ein bisschen zahlen dafür. Aber David, wenn ich jetzt mir immer mehr Sicherungen kaufe und ich kann nur drei haben, dann gebe ich das Geld umsonst aus, ja? Du kannst nicht mehr Sicherungen kaufen. Geh mal auf Sicherung gegen Verbrauch. Hier. Sicherung. Drei Stück. Ich habe jetzt schon normalerweise vier. Und ich kann jetzt sogar drei kaufen. Dann kannst du vier tragen. Rechts steht aber, du hast aktuell bla bla bla. Du hast aktuell nur eine. Wie denn das? Ich hab doch. Ist ja komisch. Na okay. Vielleicht habe ich vorhin nicht aufgepasst. Aber kaufst du dir alle. Das ist immer brauchbar. Jetzt stehen da aber auch, du hast nur drei, obwohl ich gerade. Na okay. Na, die Mods, die Baupläne auf jeden Fall immer kaufen. Yep, mach ich. Die sind Pflicht. Oh, ich habe eine blaue Nagelpistole. Vielleicht sollte ich doch jetzt mal zugreifen. Glaubst du, ich finde noch eine? Naja, von jeder Waffentyp eine mindestens behalten, bevor du sie vercraftest oder verkaufst. Ja, das ist klar. Also, beziehungsweise hast du eine Nagelpistole, hast du schon? Nö. Entweder kaufst du sie dir, wenn du sie unbedingt haben willst, oder du kriegst bestimmt auch noch eine. Ansonsten, ich kann dir wahrscheinlich auch... Ich kann dir auch noch eine geben, aber die ist halt auf Level, weiß ich nicht. Ich bin gerade 14. Eine? Ich hab ne 19er. Ne, warte. Hä? Ich hab die letzte verkauft, aber ich kann gucken. Wir könnt haben auch eine. Ich kann dir auch eine. Ah, aber okay. Ich könnte eine kaufen, auch droppen. Dann musst du es nicht ausgehen. Na, ich hab noch 37.000, also die 8.000 würden jetzt auch nicht stören. Feel that burn. Ah, wie gesagt, wenn du, normalerweise kriegst du alle Waffen. Ich habe ja erstmal drei Waffen: Revolver, eine Shotgun und halt die. Ist das eine halbautomatische M4 oder sowas? Oder nee, ist glaube ich eine M16, ne? Ja, ich empfehle dir halt von jedem Munitionstyp quasi ein zu. Ja, mir fehlt halt bloß MP oder Pistol. Habe ich ja noch nicht. Ich weiß ja nicht, was noch in dem Spiel gibt. Ach, Scharfschützengewehr gibt es bestimmt auch noch. Gibt es denn noch Scharfschützenmuni oder ist das die gleiche wie im Sturmgewehr und DMR und so? Na, in bestimmten Leveln findest du verschiedene spezifische Munition, sage ich mal. Ja. Also kann sein, dass es später das noch gibt. Und du kannst meiner Meinung nach, glaube ich, auch fast jede Munition irgendwann herstellen. Oh, okay. Man muss halt bloß den Bauplan dafür finden. Break yourself. Dann redet mal mit dem Bodybuilder. Mach ich schon. Rede mit Alex. You name them? Schach Shaolin. They were my buddies. Das ist der asiatische Schach Shaolin. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. Right. They remember what I did. I know it. Karma zombies aren't a thing. So why don't they leave me alone? They just know there's some tasty snacks in here. But if you guys are gonna be safe, I need to hunt them down for you. Any idea where to look? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. Don't offer to come with me or anything. Well, if we're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. Ich meine, es ist ja für uns so einfach, die Sache rauszuholen, wenn wir immun sind, Alter. I wonder if Nick got out. Friend of yours? May as well be, with how often I topped up board wax at Joe's. Nick ran the smaller one. Ah. Aber da die Pferde an der Wand könnte er nicht so viel betätigen. You know Joe's real name is Johann, right? Figured people wouldn't want to buy surfboards from a Dutch guy. So, dass man Nachrichten gucken könnte oder so. That's because people here are dumb. Man sieht, wie die Welt auf an anderen Enden untergeht. That can't possibly be true. Nick wouldn't lie to me. Das ist ein Safe. Warte, da schon dran, ja, ne? Okay. Sala, komm schnell! Da geht's weiter bei... You have way too much energy. Bei dem Kiffy.
Ich muss sowieso was weglegen. Das Ding benutze ich doch eigentlich auch gar nicht. Vielleicht können wir uns mal irgendwann verscheuern. Mach's doch hier bei dem Händler, der use doch einen. Okay, use. Ja, warum immer später? Hier ist doch einer jetzt vor Ort. Verkaufen. Lieber Kohle haben als unnütze Waffen, die du nicht brauchst. Na, die ich halt nicht benutze. Sind doch unnütz. Na gut. Ist dein Fuß gut abgestellt, David? Immer schön auf die Chili-Soße oder auf die Vase. Aber Pyla, hast du gemerkt, Pyalina ist auch im Chat am Start. Ja, ich vorhin schon gesagt. Doch gesagt, ich nix gut Deutsch und Englisch. Achso, ja. Von mir aus auch erstmal hi. Das geht ab. Besser später als nie, war Jusen. Den gib mir auch immer. Der Will ist ja da. Aber das Spiel packt schon einen irgendwie. Jetzt nicht so, dass ich mitspielen würde, aber so mal zugucken. Ja, du bist halt kein Shooter-Spieler, das ist es halt, ne? Also, Jusen spielt zwar Spiele in der Ego-Perspektive, aber. Aber Shooter nur, einfach nur Leute umbringen. Ja. Wie gesagt, Zombies bin ich auch übersetzt. Okay. I know it can't be. Aber euch dabei zuzuschauen, wir versuchen zu überleben. Ich bin auf Top, aber es ist zu close. Kick it und Matsch. Was ist denn der Auftrag jetzt, Ecke? Wir sollen bringe Mose und Dylan zur Strecke. Achso, du musst zwei Leute killen, okay. Ja, seine Kumpels, seine Bodybuilder-Kumpels. Hier warum? Der keine Konkurrenz mehr haben, der einzige Bodybuilder sein. Er will, dass seine Freunde nicht wie Zombies rummarschieren, sondern in Ruhe. Also entweder ich vermute, dass sie noch leben, aber wenn nicht, sollen wir gefangen haben. Ach so, also es kann sein, dass sie noch leben so. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, einer ist tot und einer wird noch leben, denke ich. Ich glaube, die laufen hier noch beide rum. Und kuscheln. Na, oder lebendig meinst du oder halt ein Händchen. Ja, Zombie-Modus oder lebendig? Zombie-Modus. Okay. Wisst ihr, wo ihr langlaufen müsst? Na, oben in der Mitte ist doch der gelbe Punkt. Okay. Die Sonne, okay. Da kommt ein Kumpel. Ein Läufer. Wo ist der Springer? Wo sind die Bauern? Nichts geht über eine gute Pumpkin. Hier könnte man sich so viel angucken, Alter. Hier würde man ja ewig brauchen, um die Karte abzusuchen. Auch die Graffitis sind geil irgendwie. Everyone has it. Jeder hat das, okay. Ja, klar, ich hab ihn doch verwirrt. Was dein Herz? Ey, weißt du was, dann fick dich. Was hat denn hier da? Kann es was sein? Ich hab schon wieder gleich die ganze Muni verballert. Oh, danke, David. Ausmachen.
Ich bin gleich wieder da. Der will jetzt groß mal protecten, Phyllerus. Oh, fuck, daneben. Steht da nochmal aus? Nee. So, sorry, wieder da. Doch. Daneben? Der war wohl voll drauf, Alter. Geh doch mal weiter runter, David, Alter. Wenn du merkst, dass ganz oben schon die Spitze ist, dann geh doch weiter runter. Wieso? Ich hab da getroffen. Ja klar, aber ich meinte, da könntest du auch mehrere Schüsse machen, statt nur zwei. Nee, es war eine... eine Uzi. Wenn ich da... so lange drücke, dann zieht die komplett nach oben. Na richtig, deswegen weiter nach unten. Ist so. Einzelschuss ist genauer. Hinten ist noch ein Safe hinterm Tresen, David. Oh, schöne Longboard oder so mitnehmen wir auch was Feines. Oh ja. Ja, ich will auch ein bisschen so die Fahrzeuge. Das ist ja auch schön. Aber ich sag mal, jede Beste hält sich nah an den Auto, ja, wäre jetzt nicht viel. Ja, das war schön. Ich bin geschmolz. War auch gleich Wasser hier gewesen, aber hat gereicht. Achso, wir müssen immer noch in die Richtung laufen, schon wieder voll in die falsche Richtung. Ja, ich weiß. Aber mir war das gerade egal, es macht Spaß. Alter, ist hier um zu killen. Ohne Witz, ich könnte hier, glaube ich, auf dem Pier, bis ich jeden Raum durchsucht habe und so, könnte ich hier bestimmt 2-3 Stunden rumrennen. Alter, was du da alles wirst, Alter, wie so ein Magier. Okay. I'll deal with you guys first. My kind of gym. Aber der Arm ab. Schicker Jogginganzug auf jeden Fall. Ich fand's von ihr ganz schön kopflos. Komm mal zurück, David. Zurück. Komm mal zurück, bitte. Oh mein, jetzt pribbelt er so an. Okay, zurück. Was ist das? Zombies on fire! Oh. Heilen. Fire! Now for the big number. Nimm mal ein bisschen, David. Ja, Mann. Zieh mal durch den Loch hier. Den kannst du gerade irgendwo E drücken, oder? Wo du da hinsetzt. Nee, ich hab's auch nicht eingesammelt. Ich mach mal die Tür auf. Gucken. Ach nee, musst herkommen. Oh. Okay, das ist keine gute Kombi. Wasserträger mit einem Fass daneben. Mal gucken, was gleich passiert. Patton? Das hat sich... Oh, der ist wieder. Der hat fast wie die Stimme von... Believe it or not, you're gonna wanna see this. Well, it's already burned into my eyes. Hey, Moose! Oh, you knew him? Oh, not just some meathead. When he had a head. Okay. He wasn't human anymore. Yeah, der redet auch. And that's the point. This is... Look at this. God, what is that? Wrong question, my friend. What you should be asking is, what does it do? Do? Patton. I don't know if you always meant to listen. Patton? You see this? Yeah. A tiny hammer. A tiny hammer now. But behold Excalibur. Okay, so I am gonna go. I'm done. Enjoy whatever it is this is. No, wait. It's just like in the movies. Watch. Boop. Whoa! What the fuck? What?
It's insane! All this stuff, it does okay. Things. Oh, this could be my EPO. Yeah. Screw water. Yeah. Das ist fucking awesome. War aber ganz schön klein, das Auge. I gotta get back. Down below. I'll head on down, you old troglodyte. Okay, der muss ja nur mit irgendeiner Sache in dem Ding da rumrühren und dann hat er eine krasse Waffe oder was? I'll keep trying stuff so out. So sieht's aus, ja. Oder wie habt ihr es jetzt verstanden? Come by. Ja. Well, if you want to. Hätte ich mal gefragt, ey, könnte ich kurz meine Waffe mal in das Ding da rein? Just when you think your day can't get any weirder. Aber die Stimme von ihm, bevor wir reingegangen sind, ich habe erst gedacht, das ist die englische Stimme von Rick aus Rick and Morty. Does that mean my insides are Jesus, Mary and Joseph? Hab mir die Serie nie wirklich angeguckt. Hast du was verpasst? Rick and Morty muss man nie geguckt haben. Erst recht, wenn man so einen Humor wie Family Guy und so extremen Humor halt mag. Stimmt. Aber dennoch habe ich das nicht. Ja, das ist eine Sünde. In meinen Augen. Komm, ich bin klar. Weißt du, guckst dafür aber den ganzen, oder hast den ganzen Mainstream-Kack wie Valheim und wie heißt das? Game of Thrones und The Walking Dead. Ja, genau. Viking meine ich. Geguckt und alles. Den Scheiß hab ich dafür nicht geguckt. Ja, da hast du was verpasst. Also, ich hab ja mal reingeguckt oder du hast mich auch mal überredet, ein bisschen zu gucken, aber es ist einfach nicht meins. Ist mir zu viel Geheuchelung, Belügung, Drama, 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 Baby. Irgendwann kommt mir da der Kotzen bei nach 1-2 Folgen. Ist eine Ansichtssache, würde ich sagen, aber ja, ich natürlich. Feier. Natürlich. Ist halt aber Vikings war schon ganz cool, Game of Thrones, ja, da war ich dann halt auch übersichtlich. Ich hätte mir am Anfang gerne das Finale mal angeschaut, aber jetzt. Ui. Ja, der. Aber was ich auf jeden Fall jeden da draußen empfehlen kann, Avatar mit AA. Mit AA? AA. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist eine geile Serie. Macht Spaß. Also deine AA will ich mir nicht anschauen. Alle gute Wege zum Avatar mit AA an. Mein AA musst du dir nicht anschauen. Aber guck dir die Serie an. Ich weiß, du hast mich schon gesehen, aber guck sie nochmal. Und wenn du sie gesehen hast. Die erste Serie habe ich durchgeguckt, ja, damals. Kann man auch öfter gucken. Man könnte mal wieder anfangen, sind ein paar Jahre ins Land gegangen aus der Westen. Weil einfach auch so, weiß nicht, wenn man das immer wieder mal anschaut, dann kriegt man immer wieder so neue Blickpunkte. Also einfach das Drehbuch ein bisschen geschrieben. Das ist nicht schlecht. Ihm einfach mal treten. Hab ich gesehen. Aber gegen Feuer sind die echt instabil. Also Muskelmänner Molotow drauf sind so richtig einfach, Alter. Ist noch einfacher als das, was ich als Pro-Tipp von einem YouTuber hatte, dass man erst die Arme abschießen, abschlagen soll. Hast du eigentlich schon eine V-Fähigkeit? Ja. Okay. Ich muss es bloß mal mehr benutzen. Oder ich muss mir das auf andere Tasten legen. Manche Tasten sind mir zu weit weg. Auch das mit dem T und so für Wechseln von den Wurfwaffen. Das ist für mich schon. Muss schon mein Finger ein schön weit ausstrecken. Na, die Fähigkeit, weil ich die sehr oft benutze, weil ja diese Dashes, habe ich mir auf Maus gelegt. Da muss ich mir auch nochmal umfummeln. Kann ich ja auch ein bisschen besseres Gameplay zeigen. David, da links ist ein Feuertyp, ne? Ja, ja. Ja, du hast dich auch kurz mal parken erledigt. Der Truck ist explodiert, warum auch immer.
Ob hier ein Erdbeben ist oder sowas? Ich weiß ja nicht, was das hier ist. Es ist weg. Was tust du, David? Ich laufe. Ja, da war einer hinterher. Nur eine, ich dachte drei. Anyone got some s'mores? Ich wollte nur ein Autogramm. Sind Fans. Alles für die Fans. Ich will den Kopf verlieren. Die kopflose Fans. Merkt man aber auch, dass das Spiel gerade leicht leckt. Ja, hier legt ganz viel. Oh. Ganz viele Sprenger. Musst du nicht nur einmal anschießen und die gehen hoch? Nee, ich glaube, wenn du sie schlägst, gehen sie hoch. Oder dreimal anschießen. Das ist das normaler Kampfstab. Stachelläufer? Stachelläufer, achso. Ja klar, und ich hau wieder voll daneben, Alter. Alter! David, ich liege. Und werd geschockt. Warum bist du denn da hinten gekommen? Da waren Gegner. Hinter dir sind auch viele Gegner. Ja, die sind dran mit. Alles gut, das Ding. Das war, ich lock erstmal weg. Oh! Danke. Lass ihn biegen. Okay, sieht aus, als wenn David wieder alles im Grip hat. Weg mit dem Bienen, Mann. Lass mal einen Spucker. Da war ein Spucker. Lass ihn weg, Mann. Ich hab mal meine Waffe reparieren sollen. Lattered things. The things set alight. Since when did zombies use fire? Hübschnapp. Was sollen wir hier machen? Überprüfe den Parkplatz hinter Lennys. Wo ist Lennys? Da. Lennys. Okay, der steckt ein bisschen mehr an. Der steht immer noch. Ja, der braucht. Jetzt ach, es ist wieder der T-Pose. Wenn wir nicht in jedem Stream eine T-Pose haben, dann weiß ich auch nicht. Ah, warte, vielleicht. Aber hinter ihm ist auch was Elektrisches. Komm mal hier hin, hier ist eine Sicherung. Ich kann eine Sicherung drin packen. Hast du eine Sicherung? Ich brauche eine Sicherung. Gib mal das Auto. Du hast das jetzt zugemacht, oder? Ne, hier ist jetzt Saft drauf. Du das Ding hier nicht normalerweise auch? Ne, hier ist jetzt Saft drauf auf dem Kabel. Das Kabel geht hier lang, geht dort lang. Und jetzt kriegt man hier die Tür auf. Ah, okay, würde ich sagen. Einfach immer dem Kabel folgen. Hm. Oh, Muni. Zombie-Axt. Äxte finde ich ja auch gut. Einen Baseballschläger bekommen. Metallkeule, also komm schon, das ist nicht nur ein Baseballschläger. Metallkeule sogar? Ja. Ich muss jetzt mal Keule. Ach ja. Nee, aber immer noch den Parkplatz überprüfen, ne? Also wir sind hier noch nicht durch. Metallkeule 400. Oh, okay. Gut. 27. Einfach nur ein bisschen mehr. Damit wir mal hier nach oben packen. Oh, die hast nach einer Stufe nach oben geschafft, okay. Ne, jetzt habe ich sie im Inventar. Achso, oh, eine. Was für eine Ehre für den. Für diese Metallkohle. Was steht da drauf? Ja, du, ich glaub, Horner's Call? Ja. Die Ehre ruft, oder was? Ja. So, was sollen wir mal über immer noch diesen Parkplatz hinter. Ist das hier nicht Lennys gewesen und wir waren jetzt dahinter? Mir wird auf der Karte halt auch nichts mehr angezeigt. Doch, okay. Mir wurde jetzt gerade in die Richtung angezeigt.
Oh, rennen wir mal hinterher, ne? Hier ist Lennys, hier. Wo steht das? Da. Ja, this doesn't look right. Alex said it was out back. Hier ist verschlossen. That's where I need to be. Da ist eine Waffe auf dem Boden, oder? Du musst doch sagen, wen du von uns meinst. David. Da wo David gerade in der Gasse stand, da lagen irgendwelche Waffen beim Container beim Müll. Alright, is this recording? Yeah, okay. So the conversation you're about to hear, I'm recording for legal purposes. Hey, I came in here last month for a dye job and I asked for the permanent hair dye. What? I asked for the permanent hair dye. And look at this. Look at my roots right now. The blonde's coming back. I'm with a customer right now. I want my money back. That's false advertising. I could sue. For what? Being a moron? You're in so much trouble. Aber wir müssen vorher schon reingehen. I mean, look at that customer of yours. What are you dyeing her hair with? Guck mal, poison? She looks like she's dying. Get the hell out of here before I call the cops. Oh, don't tell me you're on her side. Ah, yeah, but dude, okay. You should be mad, girl. Don't let anyone put poison in your hair. Not today. As if I just got enough to deal with. Muss echt F drücken. Dylan, I got bad news. Oh crap. Not now. Oh shit. What the fuck? Ich glaube, das ist gerade wieder schon passiert von da oben. Hey, you're not playing by the rules. Der ist wohl nicht so. Okay. Mit Feuer. Let's do this. Okay, fuck. Ah, Kälte oder was? Oder was machst du da? Blitz? Nee, Wasser. Dann Blitz. Hä? Wow. Ja, du darfst nicht in diese Dinge da laufen, glaube ich. Da muss man jetzt lieber nicht reinlaufen. Ich muss ein bisschen Ausdauer sparen. Alter, alle Muni verballert die Kacke. Einmal Pumpgun leer. I've met the bride of Frankenstein and this Dylan idiot who enjoyed being on fire. Let's not end up a hulking. What a prize. Oh. Aber viele Weise, die sind mehr oder weniger. Also man kann bestimmte Zombies suchen, da kann man auch bestimmte Teile halt finden. Also hier brennbare Flüssigkeit, Explosionsblase oder sowas oder Gallenblase oder so. Ist klar, dass es von den explodierenden Viechern kommt. Ja, aber du solltest schon auf eine gute Waffe installieren. Wie gesagt, du kannst die Aufsätze kannst halt mehr oder weniger nicht so richtig runternehmen. Ich verbrenne. Little bit hot. Mal hier hinten könnten wir rein, David. Hast du noch so eine Kühlkapsel? Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, da bist du. Mal Tee, ne? Ah ne, muss ich erst im Menü. Welche waren das? Oh nein, du standst vor mir. Ja, ist doch egal. Ja, den hätten wir auch nehmen können. Make way for the champ. Wieder ein Suicide. Oh, freedom. Well, freedom to be eaten alive. Das habe ich nicht, nein. Ich hab doch gar nicht. Doch, ich hab einen Schock. Ups, hinten. Ein Tower? Hört sich nicht gut an, was von da kommt. Ich
Schwing, schwing. Gut, dann müssen wir jetzt zurück. War hier eine Werkbank? Nö. Aber guck mal, wenn links wir zurückgehen, da ist eine Werkbank. Guck mal links bei den Klamotten, was da drunter steht. Siehst du das, David? Was bei den Klamotten steht? Ja, unter den T-Shirts da. Wing swing. Die Axt ist ja amoklahm. Da machst du ja normalerweise hier Verbesserungen drauf, dass du mehr also schneller angreifst. Ja, macht Sinn. Top los. Und du musst dir. Guck dir mal, ist die Axt lila? Nee. Ich hab noch keine lilane Waffen liegen. Achso. Nee, du musst dir die Axt dann im Inventar nochmal genau angucken. Und wie gesagt, du am besten willst du mal. Tür zu? Achso, die Türen gehen automatisch, glaube ich, zu. My legs are jello. I'm done. That's nothing. I was very nearly well done. Ist das beschiss? That's just a crime against steak. Schlechter und hier verkauft er mir jetzt genau die gleiche Shotgun, bloß mit ein bisschen mehr Schaden. I think I got it all. I think so. Aber der hat nur vier Schüsse mal. There are brains on the floor, man. I saw a real brain. Well, parts of one. Anyway. Ist jetzt egal, welche Mission wir zuerst abgeben, oder? Die abgeben. Nee, blau ist Nebenmission und die andere ist normale Mission. Oder was meinst du? Ach nee, blaue Belohnung starten? Ach, blaue. Oh Mann, ich muss mal richtig lesen. One second bud is here, next second no head, so no bud. Man. Achso, und du kannst auch Sachen annehmen, wenn du nicht im. Wenn der andere but you guys can't just sit around waiting to be picked off. Du musst halt nur eine Sekunde, paar Sekunden warten, steht dann like rechts, da läuft dann runter der Teil. Defend yourself. Hab ich gesehen. You know, you could do us a solid. I'm game. The police station out on the beach. We heard gunshots the other night, so went to the roof to check it out. Some gnarly Alamo tier shit, man. Cops must have holed up there because they were blasting Z's away, but then, you know, nothing, silence. We tried to radio, see if they could, like, share supplies, but we got dead air, so, you know, they're probably Z's now. I mean, we only tried 911, so maybe... Dude. Yeah? You chill. I got this. Cool, cool. Logisch. So, Trent, giant fucking root-soaked monsters everywhere, huh? Yeah, that's why we need guns. Big guns, huge caliber guns, dude. My folks were full of hate Ashbury, but now I understand what rednecks. It's done. Both of them? Yep. Was it, you know, respectful? Oh, well, okay, so how you saw me fight before? That was like my, standard style. But for cases like these, friends, family, that kind of thing, I have a much more, dignified technique. They went, you know, peacefully, really.
told him not to skip leg day. Every dime. It's obvious you were the brains. I bet they could use your smarts at the Sterling Hotel. Why don't you guys come with? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Kai's pop-up store may get payoff. No. So how do I reach the Sterling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Okay. Doesn't sound too hard. Thanks, Alex. Was ich mit dem Turm vorhin gesehen habe, das war die Army Station.